Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch ein paar Lösungsansätze zeigen, wenn wir das Problem haben, dass wir keine Programme hier an unserer Taskleiste mehr anheften können. Ja, wenn wir jetzt ein Programm hier, ja, beziehungsweise eine Verknüpfung hier rüberziehen auf unserer Taskleiste, da steht zwar anheften an Taskleiste, wenn wir loslassen, passiert aber leider gar nichts. Ja, das ist wieder weg. Das bleibt hier nicht. Genau das gleiche, wenn wir über den Kontextmenü hier mit der rechten Maustaste und an Taskleiste anheften. Zack, das verschwindet hier und das Programm wird aber nicht angeheftet. Genau, also als allererstes würden wir vielleicht am besten ja mit dem einfachsten Schritt sozusagen anfangen. Vielleicht haben wir Glück und zwar haben wir hier auf unserer Systempartition hier auf C unter Benutzer unsere Benutzer hier auswählen. Ich mache das mal hier vielleicht hier so in den Explorer, damit man hier besser sehen kann. Ja, also C Benutzer, hier unsere Benutzername auswählen und hier haben wir dieses Ordner hier App Data. Das ist versteckt, das müssen wir uns anzeigen lassen. Ja, die versteckte Ordner und Dateien. Zack, und hier unter Roaming Microsoft Internet Explorer, Quick Launch und User Pinned haben wir hier, ja. Genau. Und hier haben wir ein Ordner Taskbar, nennt sich das. Und hier haben wir ja alle Programme im Prinzip, die wir an unsere Taskleiste hier angeheftet haben. Wenn ich jetzt beispielsweise den Firefox mir hier anpinne, zack, anhefte, dann wird es sofort hier auch ja angezeigt. Ja, wenn ich das jetzt wieder löse, dann ist das auch wieder weg hier direkt. Ja, genau. Und zwar als erstes schauen wir hier rein in den Ordner, ob da vielleicht das Programm, das sich nicht anheften lässt, hier schon hier drin ist irgendwie. Ja, so dass Windows denkt, dass es schon angeheftet ist und deswegen macht er das nicht mehr. Ja. Und wenn das der Fall ist, dann einfach hier das Programm hier aus dem Ordner hier löschen. Und dann, ich lösche das jetzt einfach mal. Das ist jetzt bei mir noch angeheftet. Wenn ich jetzt starte, dann funktioniert natürlich nicht. Ich löse das mal jetzt und genau, also wie gesagt, hier löschen das Programm und dann einfach nochmal anheften. Und im glücklichsten und einfachsten Fall klappt das auch. Falls das nicht geholfen hat, hier, dann müssen wir in unsere Windows Registry, da müssen wir ein bisschen tiefer ins System. Und zwar rufen wir uns hier unseren Lieblingseditor hier auf. Zack. Und hier müssen wir ein bisschen, müssen wir uns durchklicken. Und zwar als erstes schauen wir hier unter Hotkey Local Machine Software Microsoft Windows hier, dann haben wir hier Current Version. Genau, hier haben wir Explorer. Und irgendwo hier, genau, das ist schon File Association, ja, dieses Schlüssel hier markieren. Und nun haben wir hier auf der rechten Seite hier die Zeichenfolge, hier diese Datei, ja, die heißt Host App. Zack. Und zwar alles, was hier eingetragen ist. Ja, man sieht hier schon, was bei mir eingetragen ist beispielsweise. Das lässt sich nicht an der Taskleiste anheften. Ja, also diese Programme hier, wenn wir jetzt doppelklicken hier, die Datei, dann haben wir die Möglichkeit, es zu bearbeiten hier. Ja, alle Programme, wie gesagt, die hier eingetragen sind. Ich habe das jetzt hier zum Beispiel den Reader, ja, Adobe Reader und dieses Putty-Key-Generator hier eingetragen, damit es das einfach nachstellen kann. Ja, also manche Programme verhindern selbst sozusagen, dass sie angeheftet werden. Genau, wenn das Programm hier irgendwie eingetragen ist, einfach löschen. Ich lösche jetzt einfach mal, zack, den Reader und mein Putty-Gen. Jetzt ist es hier raus und jetzt ist allerdings ein Neustart. Ich schließe das jetzt einfach mal.
erforderlich. Ich versuche jetzt einfach, ob das so funktioniert. Nein. Also wir müssen jetzt den Rechner neu starten einmal und dann funktioniert das hoffentlich. Falls das immer noch nicht der Fall ist, dann müssen wir nochmal in den Registry. Ich zeige euch das mal gleich, damit ich hier nicht zweimal neu starten muss hier. Ja, und zwar rufen wir unsere Registry wieder auf hier und hier haben wir unter Hotkey Classes Root hier irgendwo unter L. Genau, nee. Wo ist denn das jetzt hier? Hier. Ja, Link File hier. Einfach den Schlüssel hier markieren und dann wieder auf der rechten Seite hier gibt es einen Eintrag oder auch nicht. Das heißt LS Shortcut hier. Ja, entweder fällt das komplett eventuell oder ist es wie bei mir umbenannt hier. Dieser Schlüssel, das im Prinzip macht ja nichts anderes als wenn wir das jetzt löschen oder umbenennen, wie mein Fall hier. Ich kopiere mir mal einfach den Namen hier raus, zack, und lösche das auch, zack. Okay, ja, da muss man immer vorsichtig sein hier. Also dieser Eintrag hier, das macht im Prinzip nichts anderes als dass diese bei den Verknüpfungen die Pfeile hier nicht angezeigt werden. Ja, normalerweise ist genau, ich zeige euch mal, das ist jetzt meine Hostmaschine hier. Ja, die Verknüpfungen haben hier so ein Pfeilchen hier unten links, ja, das uns zeigt, dass es eine Verknüpfung ist. Wenn wir den Schlüssel da löschen oder umbenennen, dann werden hier die Pfeile nicht mehr angezeigt. Ja, ich mache mal jetzt, sage eine Verknüpfung, ja, und das sieht dann so aus. Genau, wann, falls es da Probleme gibt, ja, wenn ihr da was geändert habt, einfach den Schlüssel hier bzw. diese Zeichenfolge hier neu erstellen oder wieder mit dem richtigen Namen hier LS Shortcut hier vergeben. Zack, und jetzt starte ich jetzt einfach mal neu hier schnell und schon sollte das Problem, ich versuche nochmal, nee, gelöst sein. Neu starten. Zack. Und genau, spätestens nach dem Neustart jetzt sollten wir ja unsere Lieblingsprogramme wieder an unserer Taskleiste anheften können. Wir schauen mal jetzt einfach, ob das jetzt auch funktioniert, wirklich. Ansonsten ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ja, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich denke, dass das jetzt geklappt hat. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe, das geht jetzt hier nicht so genau. Okay, genau. Jetzt sieht man hier, die Pfeile sind auch da, ja, bei den Verknüpfungen. Und mein Firefox hier, zack, okay. So, jetzt versuchen wir jetzt wieder genau. Und schon können wir unsere Programme hier wieder anheften. Ja, an unsere Taskleiste. Ich versuche nochmal auf dem Weg. Genau, alles da. Und ja, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie gesagt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht zu abonnieren.